So, nun endlich mal keine deutschen Panzer, sondern hier einen Franzosen, und zwar den französischen Tier 8 TD AMX AC 48. Ja, warum endlich mal nicht Deutsche? Ich mag ja die Deutschen sehr gerne, das wisst ihr ja. Aber dadurch, dass ihr alle logischerweise deutsch seid, zumindest deutschsprachig, spielt ihr auch die Deutschen sehr gern. Und deswegen ist das ihr mir zuschickt, schon die Deutschen. Und dementsprechend bin ich froh, wenn es mal wie hier einen französischen TD gibt, den man so sehr selten sieht. Und auf meinem Kanal noch seltener. Also ich glaube, vielleicht ein, zwei Mal, dass ich den überhaupt gezeigt habe. Ich selber habe ihn ja nicht. Habe ja andere TD-Linien gespielt. Dann natürlich auch Deutschland oder auch die Russen mit der ISU. Aber eben nicht die Franzosen. Von dem her bin ich sehr gespannt, was er hier macht. Er ist auf jeden Fall Top-Tier. Heiliges Tal ist die Karte und man sieht ansonsten 7er. Und beim Gegner haben sich dann auch zwei 6er-Panzer hier noch rein verirrt bei seinem Team. In Summe 3 6er und ein 5er, wobei das sind natürlich die Scouts. Mal schauen, ob er von hier oben was erreichen kann. Auf jeden Fall kriegt er da schon mal Besuch vom Typ 62. Ist natürlich auch folgerichtig da jetzt schon offen. Scheinbar wollen die beide jetzt den Typ direkt in Garaus machen. So. Der Indian fährt schon direkt drauf. Stellt er dem Typ direkt nach. Und der haut hier aber sowas von ab. Der gibt die Hackengas und ist schon, er ist schon fast wieder gefühlt zurück in der Basis. Er ist jetzt hier offen, muss er aufpassen, dass er da nicht aus der Basis beschossen wird. Sein Team liegt schon 0 zu 3 hinten. Da hatten sie sich wohl nicht so mit Ruhm bekleckert, so schnell so weit hinten zu liegen. Das Spiel ist noch nicht mal 2 Minuten alt. Jetzt will er da auch supporten. Nach unten auf den Bulldog und auf den Cromwell. Auto-Aim auf den Bulldog direkt zerstört. Schön abgestaubt. So, jetzt schießt der Cromwell auf ihn. Und den macht er auch mal weg. Ja, 163 HP abgezogen dem Gegner und 2 Kills gemacht. Ich würde sagen, das war bisher Abstauben in Rheinkultur. Da drüben jetzt der Rheinmetall offen. Hier jetzt im Kloster oben angekommen. Ah, ich hätte gedacht, er snipert jetzt von oben runter, aber scheinbar, zumindest nicht aus der Standardposition, wird er sogar vielleicht seine Schnelligkeit nutzen und will hier direkt runterbrechen. Nee, doch nicht. Habt jetzt schon gedacht, dass er hier volle Kanüle nach unten durchfährt. Ein Blindshot mal, aber da ist kein Gegner, nichts zu sehen. Ah, da ist es natürlich gewagt, wo er sich jetzt hinstellt. Weil wenn er aufgeht, dann ist er offen. So, jetzt kommt hier nicht drauf. Oh, da KV-3. Auf den kommt aber auf jeden Fall drauf. Muss er einaimen. Und jetzt kann er schießen. Scheint sogar, als ob er AFK wäre. Also von dem her, den könnte er jetzt in Ruhe rausnehmen. 2 Hits braucht er noch. Okay, noch jetzt 2 Hits. Arti ist jetzt auch offen. Alter, gibt's doch nicht. AMX machst du. 322, jetzt kann er. Jetzt kann er den Kill endlich machen. Finally. Ja, auf die Arti kommt er nicht drauf. Die steht leider zu gut für ihn gerade. Dementsprechend jetzt Gas und runter, aber man sieht schon, sein Team ist eigentlich komplett zerstört. Also er hat jetzt nicht mehr wirklich viel Leute, wo er jetzt sich da versteifen könnte. Dementsprechend hat er jetzt auch mal kurz in Richtung seiner Basis geschielt. Und da wird er sich jetzt wohl auch... Oh Gott, was machen denn seine Leute alle? Da jetzt IS. Komm, aim ein, jetzt schieß. Na also... Jetzt, nachdem er so viel abgestaubt hat, muss er sich jetzt beweisen, dass er jetzt dementsprechend
auch Schaden machen kann. Jetzt hat er noch, er und der Indian, also das sind die letzten beiden. Der T29 steht schon in der Basis und wird wahrscheinlich gleich Scappen sogar anfangen. Ja, nun geht's auch schon los. Da ist der IS-3, aber um den kann er sich jetzt natürlich nicht kümmern. Er muss jetzt Richtung Base den Decap ansetzen. Mich würde mal der Gegner-Chat interessieren, wie viele jetzt wahrscheinlich wieder schreiben. Hey, no cap, no cap. Übrigens hier vielleicht nachreichend, Don Brakus zeigt hier das Spiel für uns. So, nun hat er jetzt also noch 6 Gegner vor der Brust. Die Radley Walters ist also absolut drin. Sofern er alle Gegner zerstört. Aber zumindest ein bisschen was sollte er noch reißen können. Er hat ja noch 1000 Hitpoints, hat er ja. So, und da ist der T29, der ist abgeprallt und er nimmt ihn jetzt raus. Aber der T50 seitlich schon mit Premium ihm hier in die Backen geschossen. Und nun scheint er sich auch mal hier so ein bisschen absetzen zu wollen. Nicht, dass er da jetzt aber den Super Pershing da jetzt in die Arme fährt. Da ist dann der T50 offen, aber er kommt nicht drauf. Jetzt ist er offen, muss er aufpassen. Wie gesagt, es sind einfach noch so viele Gegner, die überall stehen könnten. Und die wissen natürlich ganz genau, wo er ist. So, oho. Oho, weg ist er. Captain Clan. Na, auch nicht schlecht. So, jetzt will er sich wahrscheinlich nach wie vor um den 150er kümmern, weil er müsste jetzt hier auch gleich sein. Und vor ihm aufploppen. Da ist er ja schon. Diesmal prallt er auch mit Premium ab. Den sollte er jetzt endlich mal aus dem Spiel bekommen. Der stört ihn schon eine Zeit lang. Jetzt der IS. Nein, der schießt den Boden. Das ist doch ein One-Shot. Schießt doch nicht in den Boden. Das mag der doch nicht so. Jetzt nimmt er ihn aber raus. IS hat einfach eine zu lange Nachladezeit. Hinter ihm jetzt der Panther. Der macht es ihm aber leicht. Zwar ein Hit, aber eben dann doch leicht. Jetzt der T50, der jetzt die Chance nutzt und ihm da nochmal eine gibt. Und jetzt ist er auch schon im Bereich, dass er ein One-Shot ist für den T50. Jetzt muss er aufpassen. Ja, da prallt er Gott sei Dank nochmal ab. Weil wie gesagt, mit dem nächsten hätte er schon weg sein können. Und jetzt fehlt nur noch der Super Pershing. 8 Kills, Radley Walters ist schon da. Jetzt ist die Frage, wo ist der Super Pershing überhaupt? C2 AFK wird ihm hier geschrieben. Also, er schreibt doch really? Ob ich dem... Ach, stimmt. Der hat minus 1, ist wahrscheinlich sozusagen aus dem Spiel befördert worden. Und dementsprechend, wenn dem nun wirklich so ist, bekommt er ganz einfach und ganz entspannt seinen Kill. Er schreibt auch, oh mein Gott, ich dachte nicht, dass ich das gewinnen könnte. Lacker. Aber ja, tatsächlich, also wie gesagt, minus 1, ziemlich wahrscheinlich, wir dann Teamkill gemacht haben und wurde dann für eine Stunde automatisch gebannt. Und dann steht der Panzer natürlich da und macht sonst nichts mehr. Gucken wir mal, ob dem wirklich so ist oder ob dann nicht der noch doch noch irgendwo auftaucht. Weil nicht, dass es eine Falle ist. Das könnte ja auch gut und gerne sein, dass der Gegner ihn hier in eine Falle lockt und der Super Pershing ihn dann hier rausnimmt. Also bei sowas seid auch bis immer noch ein bisschen vorsichtig. Aber da ist er zuletzt gespottet, da hat er noch seine ganzen HP. Und er bewegt sich nicht mehr, ja. Da ist er ganz klar gebannt worden aus dem Spiel.
und kann hier den seitlich jetzt sehr schön anzünden und seine HP klauen. Und er brennt auch wahrscheinlich ab. Ja, da hat er ihn abgebrannt. 9 Kills, Radley Walters, 4257 Schaden und am Schluss ein Free Kill, der trotzdem verdient war, weil er einfach noch das gegnerische Team so dezimiert hat und er ansonsten sein Team ohne ihn aber sowas von locker verloren hätte. Also, schön, Don Barkus, vielen Dank, dass du mir auch mal eine andere Nation geschickt hast als immer die Deutschen. Freut mich sehr, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, wie steht ihr denn eigentlich so zum automatischen Bannsystem? Das würde mich mal interessieren, deswegen haut mir doch das in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.